Willkommen zum Tagessegen. Im Lukasevangelium heißt es im 6. Kapitel: Es geschah aber in diesen Tagen, dass er auf einen Berg ging, um zu beten, und er verbrachte die ganze Nacht im Gebet zu Gott. Das Evangelium zeigt uns eine äußere Hülle. Ja, Jesus geht auf einen Berg und da bleibt er die ganze Nacht. Aber im Evangelium steckt auch viel mehr Wahrheit. Denn es gibt Momente, wo wir auf dem Berg des Lebens stehen, wo wir uns mal anschauen, was haben wir bis jetzt gelebt. Dann kenne ich viele Menschen, die sagen, oh je, da habe ich aber viel verpasst. Oh je, da habe ich ja was falsch gemacht. Und dann wird es nämlich Nacht. Dann sieht man nichts mehr vor lauter Sorgen von ungelebtem Leben, von Leben, das einen beschädigt hat, da, wo man verletzt worden ist, das ist dann nur noch Nacht. Und Jesus betet in der Nacht. Kann man in der Nacht beten? Ja. Gerade dann, wenn mir die Worte fehlen für mein Leben, wenn ich nicht weiß, wie ich mit anderen anfangen soll, darüber zu reden, dass ich jetzt mal eine Veränderung brauche, da, wo ich einfach merke, es zieht sich alles zu, dann die Augen öffnen und die Augen des Herzens öffnen, und in der Nacht dieser Situation des Lebens wissen, Jesus betet in mir zum Vater und ich ihm hinterher. Es segne Sie Gott, unser guter Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.